So, ladies and gentlemen, liebe Gaming-Freunde, ja, wir haben hier den Quest Sei unser Freund hier in Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, wir suchen Freunde für das Biest. Und Wally ist ein netter Kerl, aber Wally versteht halt nicht jeder. Ich verstehe Wally sehr gut. Das Biest hatte Probleme mit Wally. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, mal jemanden zu fragen, der selber eigentlich viel in Einsamkeit war. Nämlich Christoph, denn er war ja oben in den eisigen Höhen und hat dort relativ alleine seine Sachen gemacht. Hat Eis abgesetzt oder abgebaut und war dann auch mit den Trollen zusammen. Und jetzt versuchen wir mal herauszufinden, ob er vielleicht ein guter Freund für das Biest sein könnte. Und es geht jetzt um einen Angelwettbewerb. Ich weiß jetzt nicht genau, was das sein soll, denn ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir schon mal einen Angelwettbewerb hatten. Jetzt schauen wir mal, was er sagt. Er setzt sich hin. Hier ein bisschen Musik machen. Oh, hey! Hi, Christoph! Ich hoffe, du bist in einer freundlichen Stimmung, denn ich habe hier jemanden, den du kennenlernen solltest. Das Biest. Oh ja, ich habe schon gesehen, dass er im Dorf angekommen ist, aber wir hatten noch keine Chance, miteinander zu reden. Jetzt könnt ihr es. Er versucht, neue Leute kennenzulernen. Das ist großartig. Es ist nur, ich gehöre nicht zu den supergeselligen Menschen. Wenn er also mit einer großen Gruppe abhängen will, vielleicht kann der Mirabelle besser helfen. Eigentlich bin ich deshalb zu dir gekommen. Ich glaube, ihr zwei würdet euch gut verstehen. Ich wette, ihr hättet eine Menge Spaß zusammen beim Angeln. Naja, also nun ja, wenn er angeln will, bin ich dabei. Du kommst doch auch mit, oder? Ja, klar. Ja. Angeln geht immer. Ich habe einen Angelwettbewerb organisiert, für den es ein paar Regeln gibt. Okay, mindestens 4 Fische, 2 Salzwasser und 2 Süßwasser. Außerdem brauchst du einen Hering, eine Brasse, einen Fisch, der mindestens 3 Kilo wiegt, aber es ist egal, ob er aus Salzwasser oder Süßwasser kommt. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr das ängstliche Löwenkind. Okay, Simba, wir reden später darüber. Okay, 2-mal Salz, 2-mal Süßwasser, das passt. Einen Hering, eine Brasse. Okay. Ich muss nur noch mal kurz mit dem Biest reden. Klar. Okay. Wiedersehen. Tschüss, bis gleich. Okay, einen Hering, eine Brasse. Wo geht denn der jetzt hin? Wieso rennt er denn jetzt weg? Ist er wirklich so scheu? Naja, er war natürlich sehr lange in diesen... auch alleine in diesem riesigen Schloss. Da kriegt man so die eine oder andere Psychose, ne? Okay. Ich glaube, du wirst dich gut mit Christoph verstehen. Ich wäre zu Goofy gegangen. Hi, Goofy! Angeln kann ziemlich entspannend sein. Ihr zwei könnt also einfach abhängen, während ihr seine Angelherausforderung macht. Ich werde es versuchen. Ich mochte Angeln schon immer. Die Stille ist angenehm. Wow, du brauchst wirklich meine Hilfe. Christoph und du werdet gut miteinander auskommen. Mein Gott, macht's doch nicht gar so schwierig. Ich überlasse es dir, einen Platz für den Wettbewerb zu finden, der dir gefällt. Ich schaue später nochmal vorbei, um zu sehen, wie ihr beide zurechtkommt. Danke, ich werde mein Bestes geben. Auf Wiedersehen, viel Glück. In Ordnung, du hast nie gefragt, wie gut ich angeln kann. Danke, das ist... Nimm an dem Wettbewerb teil und fange mindestens... Jetzt soll ich das machen, okay?
Naja, Süßwasser ist ja meistens nicht am Meer. Also sag mal, mach mal einfach mal. Komm, fangen wir mal an hier. Da bräuchte ich jetzt eigentlich Goofy. Weil Goofy ist der Angelexperte. Der Angelbegleiter, muss man eigentlich sagen. So, 0,3 Kilo, das kann schon mal nicht sein. Schauen wir mal. Wie sie freut. Schon lange nicht mehr geangelt, ne? Ja, eigentlich schon. So, da haben wir schon mal zwei Süßwasserfische. Einen Fisch mit mindestens 3 Kilo. Wir winken. 1 Kilo, okay. 1 Kilo. Ich sammle jetzt hier einfach. Ich angel jetzt hier einfach mal. Was brauchen wir noch? Heringbrasse, okay. Kilo. Hi! Oh, wie sich Simba freut. Jetzt gucken wir ganz kurz mal nach einem Hering. Der Hering. Schillernder Strand, Lichtung des Vertrauens. Und das andere war ein Hecht. Nee. Oh, die Brasse habe ich ja schon. Also brauche ich nur den Hering. Das war's schon. Okay, ja, der Hering ist schillernder Strand. Und damit habe ich gleichzeitig einen Süßwasserfisch. Häschen ein anderes Mal, ich bin gerade in der Aufnahme. Oh, naja, jetzt hat er schon angefangen zu rennen. Ich will ihn nicht enttäuschen. Ja, ist ja gut. So, bitte rennen. Spielen. Der hat die ganze Zeit gewartet. So. Und jetzt will er seine Belohnung. Wie komisch. Ich. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir suchen Freunde für das Biest. Das Biest scheint doch größere psychische Probleme bekommen zu haben, weil es jahrelang hier im, ja, in seinem Schloss war. Hatte Angst natürlich auch um seine Verfluchung, seinen Körper. Weil wenn er bis zum 21. Lebensjahr nicht, ja, vom Fluch befreit worden ist, dann wäre er immer ein Biest gewesen. Das macht natürlich auch was aus einem. Und so scheint er doch Schwierigkeiten zu haben. Und wir haben also versucht, dass er Gartenarbeit mit Wally macht. Okay. Das ist jetzt ein Süßwasserfisch. Aber 3 Kilo brauchen wir noch. Das ging ja alles so einfach. Okay. It's so easy. Die Spots sind immer gleich. Da ist er nicht mit Wally zurechtgekommen. Ach Gott, oh Gott. Und Wally hat sich vor ihm gefürchtet. Also fürchtet sich Wally doch. Oh, ein Königsfisch. Die sind ziemlich selten. Okidoki. Königsfisch. Komm an meine Angel. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass jemand, der so lange im Schloss war, dass der so seine Angst hat, ne? Okay, Mirabelle ist jetzt irgendwie übergangen worden, ne? Auch aus dem jetzigen Gespräch raus. Was wir jetzt brauchen, das ist ein großer Fisch. Jetzt schauen wir einfach nochmal hier in die Fische rein. Was ist denn ein großer Fisch? Ein wirklich großer Fisch. Ein Wels ist ein großer Fisch.
friedliche Wiese. Okay, auf in die friedliche Wiese. Wally hat Angst, das hatte ich von ihm jetzt nicht erwartet. Ja, sieht man mal, na? Das ist so eine epische Musik, na? So, machen wir mal die Taschen leer hier. Ach, das sind die... Wieso hat er... Hä? Er hatte die... Die Gemüsesuppe, die Nudeln mit Meeresfrüchten und das graue Zeug gar nicht genommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Wundert mich jetzt fast ein bisschen. Jetzt brauchen wir noch einen dicken Brocken, haben wir schon geschafft, den Angelwettbewerb. Schaut mal die kleine Schildkröte auf, Gott, wie goldig. Das war's schon. Okay, musst du also einfach angeln. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was Christoph sagt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Mir tut das Biest ein bisschen leid. Ich habe das am Anfang vielleicht gar nicht... Mir war das am Anfang gar nicht so bewusst, dass er solche Schwierigkeiten hatten. Aber klar, wenn du da jahrelang in dem Dorf drin, in dem Schloss drin bist und das tut einem auch nicht gut, na? Okay, wo ist denn Christoph? Wieso wird er denn nicht angezeigt? Komisch. Ich speichere mal ab, nicht, dass das Programm aus Versehen abstürzt. So. Gut, dann gehen wir mal zu Christoph. Mal schauen, was er sagt. Hi, Donald. Oh. Und beißen die Fische bei dir? Ein paar. Und bei dir? Ja. Schönen Tag zum Angeln, oder? Das ist es. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht sollten wir das wiederholen. Okay, das scheint ja einigermaßen gut gegangen zu sein. Ich weiß nicht, die Leute haben sich doch an das... Also Dagobert hat sich doch an Belle und an das Biest erinnert. Also müssen die doch jetzt nicht so Angst haben. Also, wie ist es gelaufen? Ich habe ein wenig von eurem Gespräch mitbekommen. Es schien, als würdet ihr euch ganz gut verstehen, oder? Oh. Er ist jemand, der die Stille nicht als etwas ansieht, das man vermeiden sollte. Wow. Von dir ist das eine tolle Bestätigung. Im Laufe des Wettbewerbs haben wir vielleicht ein Dutzend Worte miteinander gewechselt. Und doch habe ich das Gefühl, einen Gleichgesinnten getroffen zu haben. Ich freue mich sehr für dich. Danke. Wenn du mal so ein Fingerspielchen machst, das ist so lustig. Jetzt hat er endlich einen Freund gefunden. Ich hoffe, Belle wird sich jetzt weniger Sorgen um mich machen. Ich weiß es nicht. Nun gut, ich werde dich jetzt ein wenig entspannen lassen nach diesem Tag. Sei kein Einzelgänger, okay? Werde ich nicht. Oh, das ist ja, gut gemacht. Es gibt noch ein Quest, na Gott sei Dank. Ich hatte jetzt echt Angst, dass wir keinen Quest mehr haben. So, Lady, das war jetzt ehrlich fast ein bisschen belastend, na? Oh, die Szene mit Wally möchte ich mir nochmal anschauen. Wally hatte Angst vor ihm. Wally, hattest du echt Angst vor dem Biest? Ja, ist schon ein bisschen groß. Ich gebe dir noch etwas. Jetzt hab ich, magst du Fisch? Bestimmt nicht Blumen. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben noch einen Quest. Ich bin mal so gespannt, was jetzt noch kommt. Ja. Na, dann schauen wir mal.
Donald. So, wo ist er? Also Gartenarbeit ist nicht gerade das für ihn, oder? Nee, Gartenarbeit scheint jetzt nicht gerade das... Naja, gut, es ist... Naja, vielleicht wäre ja der andere Prinz gar nicht so schlecht gewesen. Mit dem habe ich heute noch gar nicht geredet, oder? Lebst du gerne hier, Prinz Erik? Ich liebe den schillernden Strand. Die salzige Seeluft. Der Wind, der einem ins Gesicht weht. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich liebe den Ozean. Ach, wirklich? Dann sind wir uns ziemlich ähnlich. Was magst du am Meer am liebsten? Die Wellen. Ich verstehe das. Ich liebe es, über die Wellen zu segeln. Solange sie nicht über das Schiff brechen. Okay. Wer kann seine Musik nicht mehr hören? Okay, schauen wir mal, was er sagt. Hi Beast, alles in Ordnung mit dir? Du scheinst aufgebracht zu sein. Okay, er ist aufgebracht. Was ist denn passiert? Erzähl. Es ist diese unverschämte, herablassende Muttergodel. Ja, die Bösen. Was hat sie dir angetan? Nicht mit mir. Sie sagte Dinge zu Bell, die ich nicht wiederholen werde. Aber Bell war sehr verletzt. Und das lasse ich nicht zu. Ja, die sind halt immer sehr, naja, sehr persönlich werden die immer gleich, ne? Okay, beruhige dich ein wenig. Mich beruhigen? Sie hat Bell beleidigt. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Okay, dann lass uns mal Mutter Godel zur Rede stellen. Die Krone oder die Kralle? Okay, die Krone oder die Kralle? Da ist sie ja. Na, wenn das nicht mal das übergroße Kätzchen ist. Heißt das, du willst meine Krallen sehen? Oh, mach dich nicht lächerlich. Du wirst mir nichts antun. Wage es nicht, ihren Namen zu sagen. Wie lebhaft. Jemand ist in Aufruhr wegen unerwiderter Liebe. Okay. Ja, Schätzchen, brüll los. Ich bin mir sicher, dass sie dann kommen wird. Gott, was ist das für ein schlechtes Vibe. Na, wenn das mal nicht das übergroße Kätzchen ist. Grrr, heißt das, du willst meine Krallen sehen? Oh, mach dich nicht lächerlich. Du wirst mir nichts antun. Denk daran, was die Leute sagen könnten. Stell dir vor, was deine liebe Belle sagen würde. Wage es nicht, ihren Namen zu sagen. Wie lebhaft. Jemand ist in Aufruhr wegen unerwiderter Liebe. Ja, Schätzchen, brüll los. Ich bin mir sicher, dass sie dann kommen wird. So, hier ist das Biest. Okay, also Mutter Godel hat das Biest aufgezogen. Das ist natürlich immer sehr, ja, wie soll man das sagen? Unsensibel. Das sind Menschen, die auf keinerlei Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Hallo. Hallo, Biest. Wir können uns also darauf einigen, dass das nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Sieh, das kann nicht sein. Das werde ich nicht hinnehmen. Ich verlange, dass etwas unternommen wird. Ja, ganz ruhig. Erstmal ganz ruhig. Ernsthaft? Wir führen hier keine Rache aus Frust aus. Aber sie hat Spaß daran, grausam zu sein. Siehst du, er sieht das. Er sieht das und er benennt das auch. So ist es. Sie hat Spaß daran, grausam zu sein. Simba steht da und guckt einfach nur zu. Ich toleriere es nicht, wenn Bell verletzt wird. Und ich toleriere es auch nicht, der mich nicht dabei unterstützt, Gerechtigkeit auszuüben.
Ja, das stimmt. Ja, ich gebe dir etwas Freiraum. Auf Wiedersehen. Mhm. Ja, er hat das kapiert, während die anderen die Bösen einfach machen lassen. Schau mal, die zwei unterhalten sich. Es geht doch. Die Königin des Eises und das Biest. Wenn er die Fingerspielchen macht. Lass das Biest eine Weile zur Ruhe kommen. Erfahre Mutter Godels Sicht der Dinge. Ja, die Mutter Godels Sicht der Dinge. Was ist denn Mutter Godels Sicht der Dinge? Das ist ja die alles entscheidende Frage, na? Wenn sie ihn schon Kätzchen nennt. Das ist einfach unsensibel. Und letztendlich, wie soll man das sagen? Wo ist sie denn? Schauen wir mal. Hallo. Sieh mal an, wen das Biest angeschleppt hat. Oder hat er dir gesagt, dass du ihn in Ruhe lassen sollst? Ich bin mir sicher, dass ich den Klang eines kindlichen Wutanfalls aus seiner Richtung gehört habe. Ja, sie diskriminiert Menschen oder Kreaturen. Sie stellt sie meistens immer unter sich. Sie stellt sich immer über andere. Weil wenn sie ihn schon als, wenn sie schon kindlicher Wutanfall sagt, dann setzt sie ihn schon als Kind runter. Ja, hier, du musst, naja, normal, ich würde sie auch rausschmeißen, normalerweise aus dem Dorf. Du hast ihn sehr verärgert, Mutter Godel. Das war auch meine Absicht. Schließlich muss er lernen, sich selbst zu beherrschen. Ich wollte nur helfen. Bitte, ich versuche nur, das zu klären. Was hast du Bell gesagt, um ihn so zu verärgern? Eigentlich nichts. Sie ist einfach nur sehr empfindlich. Wir unterhielten uns über Literatur und sie erzählte mir von ihren Lieblingsmärchen. Ich habe lediglich vorgeschlagen, dass wir das Thema gerne vertiefen können, sobald sie ihren Horizont erweitert hat. Ja, das ist immer das Gleiche. Die anderen sind dumm, die anderen sind minderwertig, die anderen sind kindlich und sie ist die Größte. Sie ist genau das Gegenteil. Sie ist klug und sie hat Horizont, die anderen eben nicht. Und sie ist eben nicht dumm, sondern klug. Man könne über das Thema reden, sobald sie ihren Horizont erweitert hat. Nun, ich glaube, ich erwähnte, dass ihre literarischen Interessen, welches Wort habe ich benutzt, provinziell sind. Provinziell, dörflich. Vielleicht habe ich auch gesagt, dass niemand mit jemandem befreundet sein möchte, der einen so langweiligen Geschmack bei Büchern hat. Ja, die anderen sind minderwertig, ne? Das ist einfach nur Wahnsinn. Ihr Geschmack ist grauenhaft, oder? Richte Bell aus, dass ich stets bereit bin, ihr Ratschläge zur Selbstverbesserung zu geben. Wahnsinn. Worauf wartest du noch? Wahnsinn, meine Damen und Herren. Das kann man alles nicht glauben, ne? Sie setzt die Leute so runter, ne? Kann ich mit ihm reden? Oh ja, ich kann mit ihm reden. Hi, Donald. Du wirst es nicht glauben, was ich neulich am schillernden Strand gefangen habe, Nils. Oh, was denn? Wie er mit dem Pürzel pürzelt. Einen Königsfisch. Er wog sicherlich 23 Kilo und war doppelt so groß wie deine Arme. Wahnsinn, das ist fantastisch. Aber er wird nie so groß sein wie den, den ich gefangen habe, okay? Versuche es am schillernden Strand. Oh, und als brillanter Fischer weiß ich, dass sie nur nachts aktiv sind. Donald, guck dir mal, das tut doch weh. Ach Donald, was magst du denn? So, Ladies and Gentlemen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Was macht Donald denn?
Es ist sehr schwierig. Also Donald wäre definitiv nichts für das Biest. Also ich muss sagen, dass mir der Quest vom Biest gefällt, weil er ja sichtlich wirklich Probleme hat. Und das geht einem natürlich dann schon nach ein bisschen nach. Weil da sieht man mal, dass jeder seine Schicksalsschläge hat und jeder sein Schicksal zu tragen hat. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich weitermachen kann. Nee, das dauert. Lass das Biest eine Weile zur Ruhe kommen. Okay, dann würde ich mal sagen, schließen wir diesen Quest hier. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse an diesem Quest hier. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen wieder.